Wir sind hier in St. Pölten im Landhaus und besichtigen für Sie das Büro von der Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner. Ich sehe hier sehr viele Fotos stehen. Sind Sie sehr familienverbunden? Ja, selbstverständlich. Die Familie ist für mich das Wichtigste, ist meine Kraftquelle und deswegen auch die Fotos hier direkt in meinem Büro. Und hier steht so eine nette Statue. Was bedeutet die für Sie? Ja, das ist JF Kennedy und JF Kennedy ist neben Lise Prokop ein ganz großes politisches Vorbild für mich. Und die Familienfotos, wer ist das auf dem Bild? Ja, das ist mein Lieblingsfoto. Mein Vater, der leider schon verstorben ist und sein größter Wunsch war, dass er seinen 80. Geburtstag mit seinen Zwillingstöchtern feiert. Und somit haben wir den 180. Geburtstag damals gefeiert. Und das war sein letztes großes Fest und war sein letzter großer Wunsch und den konnten wir ihm noch erfüllen. Warum soll man bei Ihnen das Kreuzchen machen? Ja, weil ich den Weg des Miteinanders auch weiterhin für Niederösterreich gehen will und gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Verlässlichkeit, Sicherheit und Stabilität und dafür stehe ich.